Yo Leute, herzlich willkommen wieder mal zu einem spannenden Dark Orbit Video mit mir natürlich, eurem Destrix. Und ja, heute geht's wieder mal richtig hart hier zur Sache. Doch, wir müssen uns heute mal ein bisschen beeilen. Nein, ich werde trotzdem hier eine gemütliche Viertelstunde Folge rausbringen. Und zwar, es geht erstens mal darum, warum ich so schnell sein möchte. Wegen meinem Proxium Booster. Man sieht sie vielleicht auf der linken Seite. Meine Proxium Booster sind etwas hart am Laufen. Man sieht es, ja, ich weiß es. Und ja, das ist dann doch etwas härter als gedacht, wenn die Proxium Booster hier so am Laufen sind. Und ja, deswegen möchte ich nicht so viel Zeit verschwenden, aber Big Man hat uns heute mit was Neuem beschert. Und zwar, liebe Leute, viele wissen es dennoch schon, ich mache trotzdem ein kleines Video dazu. Die neuen Laser sind hier draußen. Ja, es gibt wieder mal neue Laser, und zwar... Man sieht es hier schon, der LF4 Hyperplasmoid. Dieser Support-Laser wurde entworfen und hergestellt von Europa Labs. Grundschaden 212, zusätzlicher Booster 0,5% HP Booster pro Laser. Das heißt, man hat dann eigentlich ziemlich viel Schild am Ende. Bei normalen Kohli mit so 400.000 Hitpoints oder 440, wie wir es haben, hat man am Schluss bei 35 Lasern ungefähr um die 600.000 Hitpoints. Mit diesem Paket dazu, wenn man 35 Laser davon hat. Doch, der Haken, warum ich eigentlich jetzt hier bin und es euch mal ein bisschen erkläre, es ist zu 50% übertrieben, aber auch wieder nicht. Was will ich damit sagen? Man sieht hier, die Laser benötigen hier Rohstoffe, ja, schön gut, 160, 300, 350. Dann gibt es hier leider einen Scroll-Button. Ein LF4 wird benötigt. Noch kein Problem, doch für den ein oder anderen von euch wird es dann doch wieder ein Problem sein. Und zwar Logfiles 400 Stück. 400 Logfiles noch zusätzlich sind doch schon an Uridium umgerechnet eine Stange Geld. Ich habe es mir umgerechnet, für 35 LF4, also 35 dieser LF4 Laser, bräuchte man an Logfiles 14.000 Stück. Und diese 14.000 Stück mal 300 Uridium ohne Rabatte, Prämie und Pakete, kostet das 4,2 Millionen Uridium. Das sind wieder zu einer MAH gebankt, 400 bis 500 Euro. Ja, für 35 dieser schönen Laser, ungelevelt noch. Die sind ja dann noch zum Leveln auch noch. Und das waren ja nun mal die Logfiles, die zu benötigen sind. Also es ist mal wieder eine, ja, 50-50 Chance. Ja, ich weiß jetzt noch nicht, ob da Big Ball vielleicht doch sich noch was ändern wird. Und sich überlegt, ja, wir ändern da noch einfach was. Ja, wir werden dann einfach damit noch etwas warten. Also ich vor allem, weil es ist echt... Es ist eine 50-50 Chance. Viele sagen, ja, das ist so viel. Aber eigentlich für die LF4 Laser, es soll Zeitspiel sein. Man soll hier nicht immer alles gleich am zweiten Tag haben und voll Elite sein. Man soll halt einfach mal ein bisschen drauf brauchen, auch wenn es jetzt... Für Banker das, oder für die größeren Spiele ist so eine Summe mal wieder etwas leichter zu sehen. Für die kleineren ist es wieder mal so, das schaffe ich niemals, ich höre gleich auf. Es ist einfach eine 50-50 Chance. Man soll nicht zu schnell alles haben, und für uns große Spiele ist das auch nochmal eine Stange Aufgabe. Aber wenn man jetzt sagt, ja, die kleineren bleiben statt, naja, LF4 brauchen es trotzdem, also ist eh scheißegal. Aber, jo. Es ist dabei noch ein bisschen viel, ich weiß noch nicht, ob, ich warte noch ab, ob Big Points das auch wieder ändern wird, wie bei Proxium mit dem RSB oder sonst was, kann gut sein. Das weiß ich aber dennoch nicht. Es kann noch passieren, meiner Meinung nach, ich weiß es nicht, es ist halt jetzt mal was, was nicht gleich auf einmal schaffbar ist. Es gibt dann noch hier die, ich hasse dieses blöde Scrollen, es gibt dann noch hier den LF4 Magma Spalter, wie die Streit. Hammer vergangener Zeit, Alter, ist der Magma-Spalter für Piloten entwickelt worden, die sich in Kämpfen Mann gegen Mann messen wollen. Grundschaden 212, zusätzlicher Booster 5% Schaden im PvP-Gefecht. Dasselbe gibt es dann nochmal in PvE-Kämpfen. Ja, das heißt, die PvP-Laser werden dann, glaube ich, an Aliens keinen Schaden machen. Oder diese zusätzlichen 5% plus 5 Schaden mehr werden sie dann, glaube ich, nicht bei Aliens machen.
Die Frage ist nur, ich werde mir mindestens von jedem einen Laser herstellen, um zu kontrollieren, ob man in einer anderen Laserfarbe schießt. Wenn es einer von euch früher oder vor mir weiß, bitte in die Kommentare, damit das hilft mir nämlich, wieder mal. Ich weiß da noch nichts, ich habe ihn auch noch viel erkundigt. Ich werde vielleicht nochmal mit Supportern in Kontakt treten, vielleicht bei Big Bon irgendwie was und nachfragen. Aber ja, weil eine Farbe wäre schon geil, gelb, gelb, rot, rot, ja, und bei den grün, ja, gelb wäre halt geil. Jo, dann das nächste ist hier, die Rohstoffe. Ressource für die Herstellung von Gegenständen im Montagewerk. Das Element Kühlung ist wöchentlich Missionen erhältlich. Mission erhältlich. Und das Alienschiffe. Genau, das habe ich schon durch Alienschiffe, das Bifenon. Das ist durch Devolariums erhältlich. Was ich jetzt schon gemerkt habe. Frags, okay, oder alle Alienschiffe. So, dann gibt es Quests. Jede Menge. Ich habe hier angenommen, bis zum geht nicht mehr. Es gibt jetzt wöchentliche Missionen. Annehmen. 10 Kytalium, schließen das Galaxy Gate Beta ab. Wöchentlich. Hier gibt es nochmal mit dem Delta. Zweimal und dann noch mit Epsilon Gate. Wöchentlich. Event Quests. Tägliche Missionen. Kann man alle hier annehmen. Das geht hier dann, glaube ich, nicht. Man kann sich das. Ah. 5. Warum habe ich das angenommen? Oder ist das wurscht? Hä? 10? Wo ist denn die Motorenquest jetzt? Na okay, sie ist eh egal. Ja, dann habe ich hier gleich die 3 angenommen mit 10. Genau, da gibt es halt nur 10. Täglich. In der Woche sind das 70. Tetradrin. Hier ist dann das Kalon und den Rest muss man von Alien schießen. Das heißt, für einen LF4 Laser der neuen Generation bräuchte man sowieso einen Monat. Ich werde jetzt kurz auf eine Map jumpen und kurz ein paar Aliens noch ballern, da die Motoren schnell machen. Und ja. Es ist jetzt ziemlich zeitaufwendig, das Ganze. Also, wenn man die haben möchte, bräuchte man auch extrem lange, um die zu bekommen. Also man hat die nicht innerhalb von ein paar Tagen, Wochen oder einem Monat sogar. Nein, das kann sich wirklich bis auf ein Jahr jetzt hinausziehen, diese Laser. Da ist es dann echt noch die Sache, ob da jetzt noch übertrieben worden ist, was ich wahrscheinlich glaube. Aber sie könnten es ein bisschen runterschrauben. Ich finde es nicht schlecht, dass es zeitansprüchig ist, aber ja, es kann doch ein bisschen kürzer sein, sage ich mal. Man kann damit doch ein bisschen kürzer treten, bitte. Gut. Ich glaube, mit den LF4-Lesern-Account kann ich derzeit eh nicht mehr sagen, als wie es jetzt ist. So ist es jetzt einmal. Wir warten einfach noch ab. Ich warte mal ab. Ich mache zwar diese ganzen Sachen, jetzt sammle ich einmal schon. Aber ja, craften würde ich ihn noch nicht. Vielleicht kommt eh noch was, wie bei dem Proxium. Haben sie ja auch dann mit dem RSB noch was anderes getan. Mein nächstes Anliegen, liebe Leute, ist es dieses Mal noch kleine Änderungen zu euch vielleicht auf. Die vielleicht noch nicht dem einen oder anderen aufgefallen sind, zu erzählen. Und zwar gibt es jetzt auch noch hier, unsere Booster wurde jetzt mit Komma 0 beschriftet. Komma 0. Ich weiß nicht, wo man schon war, wo Big Boy mit Booster anfangen möchte, dass man unter den 0 Komma Bereich rechnet. Ich weiß nicht, wer mir einen Hitpoints Booster von 0,2% vielleicht abgeben möchte. Ich weiß nicht, ich meine, das schaut zwar hübsch aus, ja, ich weiß nicht, vielleicht hat es auch andere Vorteile von Programmen her oder so. Weiß ich nicht, vielleicht ist das ein Unterstützungsprogramm, ja? Weil ist da irgendwas in dieses Booster-Paket hineingeschrieben worden in das Programm, dass das mit dieser 0,Zahl anzeigt, zwar scheiße ausschaut, aber es hat einen spielerischen Vorteil. Irgendwas, was Big Bon wieder hilft. Keine Ahnung. Beziehungsweise Dark Orbit, ja. Nächstes. Kleinigkeit, hör auf, da meine Motoren zu schießen. Nächste Kleinigkeit, seht ihr das bei unserem Rang? Seht ihr das? Ich weiß, ich habe noch keinen Stern. Nein. Die Krone, also die Ringe, Krone ab, haben mehr Abstände jetzt vom Rang. Ist auch eine Kleinigkeit, was die kleinen Ziele sagen. What the fuck, was machst du mit uns? Verschwendest du einfach meine Zeit damit, so ein Bullshit? Tut mir echt leid. Aber so ist das halt. Und ja.
Und die Quest ist jetzt auch gleich wieder hier fertig. Nice. Mehr habe ich jetzt auch nicht zum Zeigen hier. Jo, ansonsten, das war's. Ich habe nicht mehr zum Erzählen. Das waren die ganzen Kleinigkeiten, die mir heute ins Auge gestochen sind. Ich mache jetzt noch das Permafrost geht ein bisschen, deswegen sind meine Booster hier noch am Laufen. Weil ja einfach hier noch alles so am Laufen ist. Man sieht es eh. Also das habe ich mal sowieso noch stehen. Meine Booster habe ich mir jetzt noch einmal geholt. Ich fange nebenbei das zum Sammeln an. Ja, für diese neuen Leser. Mach's jetzt aber nicht hier auf Hardcore. Brauche ich das jetzt nicht. Ich mach's zwar langsam, weil es ist echt nicht wenig. Man sieht es. Es ist 160. Das Tetratrin. Da brauche ich 3 Wochen eigentlich fast. Nur durch die täglichen Quests brauche ich 3 Wochen dafür. Bis ich das habe. 3 Wochen. Und dann das Beefen und da muss ich nur Alien schießen. Das, ja, also 3 Wochen eigentlich. Ich brauche 3 Wochen für einen Leser. 3 Wochen. Wenn ich jeden Tag auch noch die tägliche Quest mache. Und ich kenne mich, ich werde die nicht jeden Tag schaffen. Das heißt mindestens 3 bis 1 Monat. 3 Wochen, 1 Monat brauche ich für einen Leser. Für den ersten. Dann gehen wir die Logfiles nebenbei wieder aus. LF4 mangelt es eigentlich gerade nicht bei mir, aber dann geht es mit den Logfiles aus. Also. Schreibt es in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Ich kann jetzt nicht viel darüber sagen. Leute, einfach bitte in die Kommentare damit. Ich lese mir das dann durch. Wir können dann noch was besprechen. Es ist zwar leiwand, aber es ist so eine 50-50 Chance. Also. Es ist schwierig. Jupp. Okay. Leute, ansonsten, ich wüsste jetzt eh nicht mehr, was wir in der Folge noch hier irgendwie machen können. Deswegen, ich spanne euch jetzt nicht auf die Folter. Trotzdem, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar kleine Tipps geben. Ich hau mich jetzt noch ins Permafrostgate, meine Buße laufen ab. Ich hoffe, meine kleine Information hat euch ein bisschen wieder was vielleicht bereichert oder gleich mal gezeigt, was einige noch nicht wissen. Aber ja, es ist alles zum Sehen. Es gibt dann keinen Unterschied dabei. Man muss die Gates machen und Quests machen für die ganzen Ressourcen, Logfiles, LF4, Ende. Ende Venito. Und ja. Auf jeden Fall, wenn ich mehr weiß, lasse ich es euch wissen. Reingehauen wieder schon, Leute. Bis zum nächsten Mal. Abonnieren nicht vergessen. Da überall sind wieder diese Fenster-Buttons. Ihr kennt es ja eh. Und ja, reingehauen und ciao.